Ich war draußen auf der Wiese, wir haben natürlich nun immer alles miterlebt. Und da kam Krat mit drei Soldaten, die natürlich entsprechend verschmutzt und aussahen vom Kampfe her. Und die hielten, weil sie eine Zigarettenpause machten. Und ich bin natürlich noch mit dran und hörte aus dem Funk oder Funkradio, was sie da mit hatten, die sonore Stimme des mir bekannten Sprechers, von der Stimme her bekannten Sprechers. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt und dann sagt er die Stimme, heute wurde im Sturm der S-Bahnhof Adlershof zurückerobert. Und da lachten die. Ich sage, warum lacht ihr denn? Oder lachen Sie denn? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ob ihr es sieht. Und da sagten die, Mensch, Junge, von da kommen wir gerade her, ja. Wo wir angeblich den S-Bahnhof gestürmt hatten, da sind sie hergekommen. Da habe ich natürlich nur mal gesehen, aha, so ist das mit dem Wehrmachtsbericht. Ist ja ein bisschen spät gewesen, aber ich habe es nur noch mal erlebt, wie das so funktionierte mit diesen. Die sind dann weitergefahren und es hat dann eigentlich, ja, unsere Informationsquellen waren, wenn ich das noch schnell nachschieben darf, eigentlich noch der Großdeutsche Rundfunk in Gänsebeinchen. Dann waren es, auch an diesem Tage haben wir noch Nachrichten gehört, die haben sie sehr raffiniert immer gemacht, beispielsweise um zu sagen, in New York wurde gestreikt, war gegen Roosevelt. Und mit unserem schwachen Demokratieverständnis haben wir natürlich gedacht, und das wollten sie uns ja auch einimpfen, jetzt sind die Amerikaner und die New Yorker doch gegen Roosevelt. Also immer so ein paar Scheibchen, ein paar Pünktchen, um noch den Glauben möglichst lange aufrechtzuerhalten. Ich meine, heute weiß ich, dass die gestreikt haben aus Tarifgründen und die Dockarbeiter. Aber damals hatte diese Nachricht, die wurde immer wieder verbreitet, im Zusammenhang auch als nächste Meldung, dass in Schweden Verhandlungen im Gange seien. Das waren also die eine Seite. Die zweite waren die Buschtrommeln, die wir aus den umliegenden Gärten und Häusern und Leuten gehört haben, die eigentlich auch meist immer natürlich sehr fundiert waren, weil sie, der Ursprung war ja meist von irgendwoher, wo sie es selbst gesehen hatten, wo die Russen jetzt schon sind und so weiter. Dazwischen war natürlich längst der Existenzkampf, der persönliche hatte eingesetzt. Wir haben dann die Bukower Mühle mehr oder minder gestürmt und haben uns da ein paar Brote rausgeholt. Das war wenige Tage vor dem Erscheinen der Russen in Bukow. Sie müssen sich dies so vorstellen. Es spielte sich ab zwischen einem kleinen Keller in unserem Haus. Da waren drin meine Mutter, meine Schwester, die im ein Jahr war, und die Großmutter. Und meine Wenigkeit, aber ich war meist oben, um zu gucken, was sich abspielt und ob die schon kommen und so weiter. Und wenn der Donner zu groß wurde und wir dachten, jetzt ist bald vorbei, auf der Wiese war ein großer Luftschutzbunker, den sie noch in den letzten beiden Jahren errichtet hatten. Und da eilten wir dann hin und da ereilte uns auch dann die Schlussphase. Also da waren dann alle, die da so in der Nähe waren, im Buschkrug waren auch noch ein Großbunker. Da drin versammelte, haben wir dann die Russen sozusagen erwartet, bis die geklopft haben.